Freunde, Mitbürger, mit der allmächtigen Hilfe und der anstrengenden Tätigkeit und der eisernen Ausdauer unserer Bürger und Angehörigen und unserer wohlwollenden Freunde ist der ungeheuren Feuersbrunst Einhalt getan. Unser geliebtes Hamburg ist nicht verloren. Gott mit uns. Dies ließ der Senat am 8. Mai 1842 verkünden, nachdem hier an der Alster, genauer gesagt in der Straße Kurze Mühren, das letzte Feuer des großen Hamburger Brandes gelöscht werden konnte.